Back from the dead. So, mein Hase. Also, bist du noch da? Ich dachte, das dauert länger. Ich habe doch gerade 2 Minuten. Okay. Okay. Er hört nur auf Dinger und der Dave kommt dann gleich runter und setzt sich hinter den Vorhang. Ah, er setzt sich hinter den Vorhang. Ja, dann schneide ich da ein Loch rein und dann gibt es das Glory Hole. Geil, viel Spaß. Verstehe, denn deine Eichel ist schon besser. Ja, der kümmert sich um meine Eichel, genau. Aha. Aber dann sieht man ja nur noch meinen Rücken in der Cam. Reicht doch aus. Rücken und Stöhnen, das will ich. Und damit herzlich willkommen. Mit diesem Vortex gehen wir jetzt in die neue Folge. Ist mir egal, ich bin da. Ist mir egal, ich bin da schon. Nein, nein. Gerade ja, okay, Episode. Auf meinem Kanal. Nein, warte, ich, also ja. Egal, du wirst es sehen, wo es kommt. Folge 32. Voll geil. Weiß, ich bin mal sowas schmerzfrei. Ficken vor zur Ausbrand. Ich auch. Wir müssen nach Lavandia gehen. Los, los, los. Go, go, go! Ich darf immer noch nicht durch, Safrona, dass du dir denkst, du musst durch den Untergrund. Ja, Digi. Ach, der Untergrund. Der ist genauso tief wie das Niveau auf diesem Kanal, egal wo wir gerade sind. Wahrscheinlich auf meinem. Ach, es geht noch tiefer. Mhm, hör ich auf das. Manch. Denk dran, wenn wir jetzt in den Turm gehen, warte, bevor du deinen Satz beendest, Rivalenkampf. Ja, ich bin geheilt. Manche müssen noch nicht mal ein Video hochladen. Da reicht es einfach nur, wenn die einen Kanal eröffnen. Hä? Boah, ich gehe in den Turm rein. Wie meinst du jetzt genau? Lauchzellos. Ja, aber der ist doch eh absolut irrelevant. Ja, deswegen, aber ich meine halt damit, es geht noch tiefer. Ach so, ja. Vom Niveau her. So, Rival Timmy hat 5 Pokémon. Machok. Da ist der Rivale. Bimon, hallo Timmy. Ja, meine Pokémon sehen immer fit aus, weil sie fit sind. Turtok. Ja, wenigstens Style würde ich nehmen. Das ist eine Aufgabe für Lauchmann. Uh-oh. Nein. Doch. Doch. Was? Ivitak hat Skript. Er hat Ivitak gerippt. Digga. Er hat einfach Ivitak gerippt. Alter, was kann ich da jetzt machen? Er hat eine Vergeltung. Digga, und mir hast du immer noch eine Predigt gehalten, was Vergeltung hat. Ja, aber er hat einfach Ivitak gerippt. Und jetzt darf ich X-Bad im Kampf nicht mehr benutzen. Doch, kannst du. Für den Kampf kannst du noch nehmen. Ja, gut, dann kann ich es ja auch rippen sonst. Dann ist auf mein Death-Fodder. Aber Rosanna ist. Aber du kannst dir dafür gleich Dingsbums reinholen, dein Zubiris, wenn du willst. Ja, würde ich nehmen. Digga. Irgendwie sterben alle, also ich bin der die ich sterben lasse. Aber sonst stirbt alles bei dir. Digga, es tut mir leid. Ich hätte Ivitak auch gerne weiter trainiert. Ich mochte den. Alter, der hat einfach einen Säugune, der Wichser. Ach, belastend, aber egal. Solange es nicht mir passiert, ist okay. Siehst du es wenigstens positiv? Na, natürlich. Wie soll ich es dann sonst sehen? Boah, Ivitak hat so viel Potenzial, ne? Und ein Skorgler. Das ist ein Job für Aquaman. Ach. Ajo, passiert. Ich hätte
also ich hätte mit Landtor, ja, wobei Landtor ist eigentlich auch ganz gut, wegen halt, ne, wegen der Psychoschwäche im Allgemeinen. Ja, nee, es ist schon okay. Was hat Landtor mit Psychoschwäche zu tun, hä? Nein, ja, weil X-Bad mit dem Gifttypen wieder. Ach so. Weil ich so viele Gift und Pflanzen habe. So. Da ist jetzt Zubirus noch mit drin. Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Oh, und Landhorn will Funkensprung erlernen. Ja, ja, das ist nice. Ah, nehme ich Dreschflegel weg. Oh nein. So. Als nächstes wird Lombrero eingesetzt. Ja, perfekt. Zwei Komprimator-Pipi. Mogelhieb, Alter. Und dann crittet der Hund auch noch mit dem Mogelhieb, ey. So, zack, Funkensprung. Naturkraft wird zu Sternschauer. Wie viel zieht das ab? Boah, 14, okay. Tut mir so leid um... Ach, egal. Belastend, aber egal. Ich meine, es ist halt, das Ärgerliche ist halt dran, dass ich X-Bad jetzt schon so weit hochgezogen habe. Ne? Das, ja, ne, klar. Aber das kann passieren. Das kann passieren. Dann hole ich mir direkt jetzt mal mein Zubiris. Aber ich meine, vielleicht, wenn wir einen Shiny finden, dann... Aber wir haben hier im Turm auch einen Encounter, ne? Also zwei sogar. Einmal ein wildes Pokémon und einmal den... Das Knocker, das, ja. Ja. Ja, aber wie ist das? Ja, das ist ja ein... Ja, stimmt, das ist, nimmt ja eh irgendeine Form an. Das ist ein Static Encounter, da müsste irgendwas Randommäßiges sein. Ja. So, Rabauts, dann... The stage is yours. Ja. Ich weine um meinen X-Bad. Aber es ist ja wenigstens bei Gemma, also bei Bisaflor, in guter Gesellschaft. So, Zubiris, Level 25. Wenigstens jetzt nicht so, dass ich ein Level 10 Pokémon oder so oder Nachtara Level 5 reinnehmen muss. Wobei Nachtara wird dann in der Grind-Session mit hochgezogen. Was kann denn Zubiris? Zaghaftes Wesen ist, glaube ich, ein neutraler Erstauner, Kratzfurie, Mogelhieb und Scanner. Ja, ist jetzt nicht das beste Set, aber ist okay. Geist-Pokémon nimmt man immer. Dann trifft wenigstens keine Vergeltung. Ist so. So, Encounter. Ah, warte. Ich war noch heilen. Ich hab vergessen, den Nixmus anzumachen, den Gedönsens. Den welchen Gedönsens? Den Timer. Du warst mich überrascht, weil du so schnell wieder da gewesen bist. Eieiei. Schnell kann ich. Hab ich da auch schon gesagt. Mhm. So, Encounter. Es ist... Ja, ich bin erst in den Trainerkampf gelaufen. Ich dachte, da kommt was. Nein, kommt's nicht. Und dann dreht die Fotze sich um. Aber es ist ein Duflor. Das geht schnell kaputt. Die Frage ist, was will ich jetzt trainieren? Will ich jetzt erstmal auf Landturm gehen oder mal die Beldrau hochziehen? Oder ich lass mal die Eichel vorne. Ja, komm, ich nehme mal die Eichel nach vorne. Ich habe ein Wahlband gefunden. Nice. Freut mich für dich. So, was ist dein Encounter? Botogel. Ein Botogel? Ja. Dein Ernst? Ja. Meins ist ein Igelava. Echt? Ja. Boah, den muss ich jetzt auch noch fangen. Ich hab's gefangen. Warte mal jetzt. Du hast es gefangen. Ja, ich muss jetzt in Aquaman raus. Denn ich hab mit der Eiche, weil das ja mein schwächstes Pokémon, einen Zerschneider draufgehauen. Das ist jetzt im gelben Bereich, nur ich will keine Feuerattacke fressen. So, Donnerwelle. Ja gut, Level 13. Ich weiß gar nicht, ob es dann was... großartig kann. Einfach bloß den Ball drauf schmeißen, reicht raus. So.
Ja, ich hab's noch paralysiert zusätzlich. Oh, ich hab keine Pokebälle mehr. Nur noch Superbälle. Natürlich lässt es sich nicht fangen. Ah, Igelava ist cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich müsste eigentlich Votoken mitnehmen, ey, bei dem Spitznamen. Welchen Spitznamen hast du denn? Haku. Ah. Aber es kann immer nur geschenkt. Nee, warte mal, es kann auch andere Attacken irgendwann, ne? Ich glaube, es kann immer noch andere Attacken dann halt mal Botoge. Ich hab's, Igelava. Botogel. Wir sind gerade im Geisterturm, ne? Ja. Geisterturm. Oh, wie nenne ich denn Igelara? Ich nenne es Zuko. Prinz Zuko. Also nur Zuko. Wobei, nee, ich nenne es Prinz Zuko. Das hat mehr Style. Ich meine, ein Albert ist nichts im Gegensatz zum Prinz Albert. Also es kann durch TM noch andere Attacken landen. So ist es nicht. Aber ansonsten kann es nur Geschenk. Das ist ja scheiße. Also ja. Werde ich nie ein Igelava haben. Ach, chill, chill, chill. Ich habe noch Blizzard als TM gefunden und so. Wird schon irgendwie gut gehen. Aber wenn du Avatar League kennst, ja auch Prinz Zuko nicht, ne? Natürlich kenne ich Zuko. Ich bitte dich. Also so viel Avatar kenne ich schon. Ein Slimog. Komm, Eichel. Ich finde das bloß richtig krass, ne? Wir ziehen jetzt die richtigen Crap-Pokémon raus, ne? Und nur mal kommt dieser Knackpunkt, wo die Crap-Pokémon einfach nicht mehr zu fangen sind, weil wir alle schon haben, ne? Und dann kommt der gute Scheiß. Das Ding ist einfach, dass unsere Links nicht so geil sind. Wir haben eigentlich echt geile Pokémon, aber die Links sind einfach zum Teil für den Arsch. Oh, wow, 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 oh, wow. Oh. Was denn? Da, die Eichel wäre fast gestorben. Nein, lass die Eichel nicht sterben. Denn die Eichel ist gelingt mit Hydropi. Morabe. Ja. Oh, Digga, ey. Digga. Digga. So, Digga. So, wir haben Eiche nehme ich jetzt vom ersten. Platz jetzt weg. Einen Wasserstein und Quappo. Quappo, Quappo. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Uhu, hui, buh. Ja. Buh dich doch selber. Halt der Mund, ein Urwei. Oh, ein Urwei. Aber ich mag es nicht, weil Urwei kann Pflanzen attacken. So, wenn ihr mit Regentanz weg, Hypnose, Aquaknarre, Bodyslam, Überroller. Genau. So, so ein Schutt raus. Egelsam, Digga. Aber Luca hat neue Lieblingslieder. Welche denn? Der Zug hat keine Bremsen und der Bierkapitän. Kenn ich nicht. Du kennst nicht den Bier. Digga, hörst du keine Malle-Hits? Nee, Alter, ich hab. Nein! What Alter. The fuck? Nee, nicht Alter, doch. Mein Leben besteht nicht aus Saufen und Party machen. Nein, aber das ist zwischendurch so beim Aufwärmen, beim Spieler danach. Boah, mega. Ich bin nicht so ein scheiß Boomer, Alter, obwohl ich älter bin als du. Ich höre so eine Kacke nicht.
Ja, aber auch, wo, wenn man Partybus fährt, wenn man aufsteigt und Partybus fährt. Ah, noch ein Encounter wäre hier Nidorina gewesen. Bei mir wäre es Kramux gewesen. Digga, wo soll ich aufsteigen? Das Einzige, wo ich aufsteige, ist, wenn ich früher aus dem Bett aufsteige. Digga. Nein, das ist so eine, ich bin der Bierkapitän, also du musst sagen, ich bin der, oder sagt der Lukas schon, Bierkapitän, darf ich mal eure Bierbäuche sehen? Schwierig. Super. Oh mein Gott. Sie hat einen Dragoran. Level 22. Ja, das ist so süß. Sie hat einen Waupel und einen Mantax. Oh, Dragoran mit Donnerwelle. Gefickt. Kennst du nicht Bierkapitän? Nee, Alter. Kenn ich nicht. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wer den Bierkapitän kennt. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Boah, aber weißt du, was so richtig elendig ist? Wenn du nach so einem, ich habe ein Indigo-Stück gefunden. Und gleich kann man wahrscheinlich Dave in der Aufnahme sehen. Krass. Den fetten Dave. Hast du gerade gesagt, den fetten Dave? Ja. Und Küstensalz. Nein, ich habe Blattgrün. Nein, aber Dave, du kennst auch den Bierkapitän, ne? Ja, da fragst du Dave natürlich, das ist mir klar. Den kennst du, ne? Ich bin der Bierkapitän, darf ich mal eure Bier... Digga, du... Was ist los mit euch? Dave kennt den nicht. Irgendwie boah, geistig beschränkt, Alter, oder nein, was? Dave ist mir instant sympathisch, aber der kennt so eine Scheiße auch nicht. Der Dave kennt den Bierkapitän nicht, dafür trinkt der Bier ohne Ende, der ist der Bierkapitän. Ja. Oh Mann, und weißt du, wegen dir jetzt habe ich nicht aufgepasst und habe Gag-Arbor, aber gut, der hatte Verfolgung drauf, okay, also ist alles easy. Bin mit Landhund im Gag-Arbor drin geblieben. Alter, Vater, ey. Was ist los mit euch? Weil wir haben, das Ding ist einfach, wir haben Niveau. Nein. Doch, Digga. Alter, Malehits sind nicht cool. Genauso wie Layla nicht cool ist und die ganze Scheiße. Das ist einfach doch, nur ein Grund zum cool. Saufen. Ja. Also, ich saufe ja nicht viel, ich aber... Ich kann auch ohne... Oh, meine Puffmama heißt Layla saufen. Ohne Scheiß. Ja, aber mit Puffmama macht es mehr Spaß. Nee, finde ich nicht. Oh, ich habe wieder eine schwarze Flöte gefunden. Irgendwie finde ich nur schwarze Flöten. Ist das ein Zeichen? Ah. Weißt du, von dir kommt nur Schweig, von Dave kommt nur oh fuck. Oh, die hat ein Inkognito. Ja. Ah. Aber es gibt doch nichts Geileres, als wenn man in der Gesellschaft ein paar Bierchen trinkt und dann Party, also Malle-Musik hört. Ja, Timmy, das fand ich auch geil, als ich 16 war und auf Dorffeste gegangen bin. Digga, das war damals so mein Niveau. Aber ja, ich bin keine 16 mal, mehr und ich gehe nicht mehr auf Schüsse und Dorffeste. Ich habe wenigstens Niveau und gehe nicht auf Dorffeste. Digga, ich bin nur Kuhklitsche groß geworden. Wo soll ich sonst hingehen? Ja, in die nächstgrößere Kuhklitsche. Ja. Dann gehst du nicht aufs Feld, gehst du halt in den Stall. Ich gehe jetzt nichts mehr mit dir in den Stall, Alter, wenn du das so machst. Ja, dann kommst du aber in den Melkstand. Boah, nee. Wenn du mich dann melkst? Scheiße, das war schneller gesprochen als gedacht. Fuck, Alter. Wenn das deine Vorliebe ist, mich zu melken, Timmy, kannst du mir vorher Bescheid sagen, da gibt's viel Eiweiß. Scheiße, das, oh, Digga, das war schneller gesprochen als gedacht. Dann mache ich Ei- und Fischwoche. Boah, Alter. Der stinkt auch so nach Fisch. Oh, Digga, scheiße, ey. Manchmal soll ich echt meinen Maul halten. Ja, manchmal soll ich. Oh, meine Pokémon wurden geheilt. Und ich habe einen Lava-Keks gefunden. Ein Lava-Keks, perfekt für Igelava. Wo wurden deine Pokémon denn geheilt? Auf diesem Plateau da, in diesem, wo diese hellgrünen Dinger da sind. Ah, okay. Die alte. Da bin ich noch nicht. Oh, Digga, ey. Oh, nee, so Malhits finde ich echt ganz, ganz schwierig. Ne, zwischendurch habe ich da richtig Bock drauf.
Oder, aber das kennst du von damals, die guten alten Zeiten, ne? Auf die Zeiten von damals. Ja, natürlich, das ist ja nicht Malle-Hits, das ist ja Gaming. Nein! Genauso wie Payflow. Oh, Payflow habe ich so geliebt, ey, das war meine COD-Zeit. Oh. Ja, gut, ich habe ja nicht so. Oh nein, kein Elektroball. Nee, Digi, das fühle ich jetzt nicht. Aber da gehe ich in Mercury rein, weil wir gerade über Melken geredet haben, ne? Melken und gemolken werden. Gerade Kumu-Milch gefunden. Oh, Digga, kannst du nicht einfach sterben? Bitte, oh, Kreideschrei. Ein Glück. Ich will nichts mit Finale oder Explosion sehen. Nein, sehr gut. Oh, stimmt, ich muss mal gucken, was mein Dingens für eine Fähigkeit hat. Mein Quapo. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Bestimmt 3 oder 4 Minuten. Ne? Ja, so 2-3 Minuten haben wir noch. Oh, ein Tohaido hätte ich ja auch als Encounter kriegen können. Mhm. Passt aber nicht. Das. Nee, ich bin auch mit, dadurch, dass ich Aquaman habe, bin ich eigentlich mit Igelava ganz gut bedient. Aber ein Rauhautor, ja, Rauhautorheilo, da muss ich ja erstmal sterben. Oh, scheiße. Ich bin so ein guter Pokémon-Trainer, ich weiß, dass Pandya Psystrahl hat. Ich bin so ein guter Pokémon-Trainer. Bis jetzt ist alles im Kampf bei mir gestorben. Ja, ich kann wenigstens Pokémon fangen, im Gegensatz zu dir. Ja. Mister, oh, ich habe einen Fukano. Oh, es ist tot. Ja, dafür habe ich jetzt einen Igelava. Mhm. Also, ja, gut, wobei Akani oder Tonopto, naja. Ja. Tonopto hätte für dich wahrscheinlich die bessere Fähigkeit gehabt. Bedroher Feuerfänger, ne? Wäre beides gut gewesen. Ja. Ja, ich weiß. Ja. Weil ich der bessere Pokémon-Trainer bin, weiß ich das, siehste. Hm. Aber Bedroher ist auch nice. Ja, Otto, du hast mich Bedroher. Oh mein Gott, ich hätte einen Metang hier drin kriegen können. Ein Metang. Wie geil wäre. Ich hätte einen Corazon hier drin kriegen können. Wie geil wäre das gewesen? Das wäre einfach das perfekte Pärchen gewesen. Metagross und Tornupto, also. Tornupto, ja. Ja, ich mache gerade mit Aquaman hier eigentlich ganz gut Meta. Weil irgendwie hier sehr viele Wasser-Pokémon rumschwirren. So, ich gehe jetzt auf diese komische grüne Fläche und heil mich und dann können wir nächste Folge weitermachen. Ah, scheiße, ich muss noch einen Kampf machen. Also passt das ja, perfekt. Ja, ich bin schon eine Etage drüber und mach gerade Kampf. Und die hat ein Perlo am Anfang gehabt. Oh, Jungglut. Das schmeckt Aquaman. Als nächstes wird ein Tuska eingesetzt. Ja, da wäre mein Flügelschlag natürlich super gewesen. Ist ja nicht wieder solche nervigen Folgen, wo ich viel editieren muss in dem scheiß Rahmen, ey. Und ein Vulnona. So. Oh, perfekt. Aquaman liebt es. Aquaman liebt es. Oh, ewiges Eis gefunden. Perfekt für meinen Botogel. Ja, wenn du fertig bist mit Kämpfen, können wir Schluss machen für die Folge. Hm. Ich schon meine externe Festplatte bereit. So. Was? Hat es dir denn geschmeckt, Dave? Achso. Sehr gut. So, bist du ready? Dann würde ich sagen, liebe Jungs und Mädels. Aquaman! Das war's für uns von heute. Ja. Ne? Ihr kleinen Bubales. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Tschüss.